Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zum Sport bei FAN Television am Dienstag. 6 Punkte sind es noch in der Fußball-Bundesliga. So viel können die Vereine noch holen. Und Werder Bremen und auch Hannover 96 brauchen diese Punkte, damit sie auch in der kommenden Saison in der Euroleague spielen. Denn wenn wir uns einmal die Tabelle anschauen, gut, Dortmund ist deutscher Meister, die haben kräftig gefeiert am Wochenende. Aber 7. Platz muss es sein. Momentan hat den Hannover 96 inne mit 45 Punkten. 8. ist Werder Bremen. Also es wird wirklich ein norddeutscher Zweikampf um den 7. Platz. Das wird noch richtig spannend. Wenn wir uns die 2. Hälfte der Tabelle auch einmal anschauen. Ja, Kaiserslautern, nun ist es also wirklich amtlich. Sie sind abgestiegen. Und auch für Hertha BSC und den ersten FC Köln wird es nun wirklich richtig schwer. Hamburg und Augsburg quasi gerettet. Freiburg hat es am Wochenende mit dem Unentschieden geschafft. Ja, die Saison ist noch nicht ganz beendet und das Spielerkarussell, das dreht sich bereits gewaltig und die Gerüchteküche, die brodelt, dass Tim Wiese geht, das steht fest. Doch er will ja eigentlich zu einem Verein wechseln, der dauerhaft in der Champions League spielt. Nun schreibt aber die Rhein-Neckar-Zeitung, dass er nach Hoffenheim wechseln wird. Die spielen allerdings nicht regelmäßig in der Champions League. Dies wird im Moment noch von allen Seiten weder dementiert noch bestätigt. Zudem liebäugelt auch Sebastian Prödel mit einem Wechsel. Bereits im Januar flirtete er mit Lazio Rom und am Ende der Saison kann er nun ablösefrei wechseln. Und angeblich ist der VfL Wolfsburg an dem österreichischen Nationalspieler dran. Im Gegenzug könnte für Tim Wiese Tom Starke aus Hoffenheim an die Weser wechseln und sollte auch Claudio Pizarro den Verein wirklich verlassen, könnte Nils Petersen vom FC Bayern München nach Bremen wechseln. Petersen spielte in dieser Saison überhaupt keine Rolle. Er wechselte ja am Anfang der Saison von Energie Cottbus zu den Bayern. Vom Fußball geht es weiter zum Handball in die Bundesliga. Und es war das erwartet schwere Spiel für den TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga. Am Ende wurde es ein Punkt gegen Hüttenberg, 29:29. Das Team von Trainer Chris Nordmeier lag zwischenzeitlich sogar mit 6 Punkten hinten, nämlich 16:22, ehe die Aufholjagd begann. Und kurz vor Schluss hatten die Hüttenberger sogar noch einen 7-Meter. Doch der Schütze wollte den Ball über den Torwart drüber lupfen und der Ball landete auf der Latte. Ja, mit dem Punktgewinn ist es die erfolgreichste Bundesliga-Saison in der Geschichte der Hannoveraner und absteigen werden sie wohl auch nicht mehr. Auch hier schauen wir uns die Tabelle einmal an. Ja, der THW Kiel, das ist wirklich beeindruckend. 28 Spiele, 28 Siege, die werden deutscher Meister, ganz klar. Beim HSV Hamburg muss man schauen. Wichtig ist allerdings die 2. Tabellenhälfte. Denn da ist auch der TSV Hannover-Burgdorf auf Platz 13. Und die haben jetzt 20 Punkte gesammelt und haben damit 5 Punkte Vorsprung auf den Bergischen HC und den ersten Abstiegsplatz. Also ich denke, da wird nichts mehr passieren. Wir bleiben beim Handball, gehen allerdings 2 Klassen tiefer, nämlich in die 3. Handballliga. Da kam es am Wochenende zum Duell zwischen der SG Achim Baden und dem VfL Fredenbeck. Fredenbeck gewann am Ende und kann nun auch im Prinzip eine weitere Saison für die 3. Liga planen. Anders die Situation für die SG Achim Baden. Georg Mahn fasst das Spiel für Sie noch einmal zusammen. Viel zu trommeln hatten sie die Fans vom VfL Fredenbeck. Ihr Verein konnte sich am Samstag erneut durchsetzen. Das 26:31 bedeutet für die Jungs von der SG Achim Baden unter der Regie von Trainer Carsten Meyer nun die 9. Niederlage in Folge. Doch die Karten standen für die Achimer von Anfang an schlecht. Für uns war schon länger jetzt klar, dass es ganz, ganz schwer für uns werden würde, dass eigentlich nur so ein Wunder uns noch helfen kann. Und ich sag mal, spätestens seit dem letzten Wochenende war klar, dass wir das nicht mehr schaffen können.
Ausgestattet mit viel Motivation betrat die SG Achim-Baden das heimatliche Revier und in der Anfangsphase überzeugten die Handballer mit ihrem Heimvorteil gegenüber dem langjährigen Rivalen. Der Gastgeber führte nach gut 10 Minuten mit 7:3, 4 Treffer davon gingen auf das Konto von Malvin Patzak. Doch schon zur Halbzeit glänzte der 10-fache Torschütze vom VfL Vredenbeck, Lars Katzenberg. Keine Frage, die SG Achim-Baden hatte sich zu viele Chancen entgehen lassen. Ja, wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, haben uns auch viel vorgenommen für heute. Hütte war wieder voll, da macht Spaß zu spielen. Und also man merkt, es ist viel Stimmung noch da bei uns. Und ja, leider haben wir uns dann durch ein paar Unzulänglichkeiten im Angriff, sag ich mal, zu viele freie Chancen vergeben und bringen uns dadurch wieder selbst in Schwierigkeiten. Und Vredenbeck geht in Führung, geht leider mit einer, ich sag mal, zu hohen Führung in die Pause auch. Ein ähnliches Bild dann auch in der zweiten Runde. Die SG kämpfte sich nach dem 16:22 noch einmal auf 20:22 heran. Doch wenig später schien jede Hoffnung verpufft. Ein erneuter Treffer von Lars Katzenberg manövrierte die Jungs vom VfL Vredenbeck mit 25:21 in den Sieg. Verdient, muss SG-Kapitän zugeben. Ja, dann reicht es leider nicht. Da hat Vredenbeck natürlich sehr abgezockt gespielt. Waren gut eingestellt, muss man ganz klar sagen. Auf unsere offensive Deckung, wo wir gedacht haben, okay, das bringt nochmal einen kleinen Impuls. Aber ja, haben sie gut genutzt, muss man ganz klar sagen. Haben wir leider nicht die einfachen Tore, die wir eigentlich dadurch erzielen wollen, erzielen können. Ja, und so ist es dann leider nichts geworden mit dem Heimsieg. Mit dem Sieg in Achim hat sich der VfL Vredenbeck endgültig aus der Abstiegszone manövriert. Freude auch bei Trainer Thomas Marmon, doch seine Zeit ist nun auch gezählt. Zur neuen Saison wird Uwe Indertal zum VfL Vredenbeck wechseln. Mit seinem Zweijahresvertrag wird der selbstständige Kaufmann künftig einen hanseatischen Stil prägen. Mit neuer Gradlinigkeit soll der Neue aus Bremen dem Verein frischen Wind und Disziplin zur kommenden Saison einhauchen, damit auch in Zukunft die Trommeln und Fahnen dem Erfolg entgegenjubeln. Ja, der VfL Vredenbeck, der konnte also kräftig feiern. Auch hier schauen wir uns in der dritten Liga die Tabelle einmal an. Und da sieht man, ja, für die SG Achim-Baden wird es nun wirklich schwer. 5 Siege, 2 Unentschieden, nur 12 Punkte geholt. Der VfL Vredenbeck dagegen 21 Punkte. Ungefähr die, also wahrscheinlich steigen 3 Vereine ab. Das heißt, die SG Achim-Baden hat es nun wirklich schwer, in den letzten 4 Spielen da noch richtig Punkte zu holen. Zum Basketball. Ein Sieg war Pflicht. Doch am Ende gab es eine deutliche 76:91 Niederlage für die Eisbären Bremerhaven gegen die Adland Dragons. Ein Spieltag vor Schluss ist die Teilnahme den Playoffs damit in weite Ferne gerückt. Auch hier, kurz vor Schluss, müssen wir natürlich auf die Tabelle schauen, denn es gibt nur noch einen einzigen Spieltag. Achter müssen die Eisbären werden. Es sind zwar nur 2 Punkte Rückstand auf den Achten, doch wenn man sich das Korbverhältnis einmal anguckt, die Telekom Baskets plus 100, die Fraport Skyliners plus 29, Braunschweig 0 und die Eisbären halt minus 92. Also es ist praktisch unmöglich, dass die Eisbären in dieser Saison die Playoff-Plätze und den 8. Platz noch erreichen. Morgen beim Sport geht es um Cheerleading. Ich war nämlich zu Gast beim ersten hannoverschen Cheerleading-Verein und habe auch direkt mitgemacht. Aber wenn Sie jetzt denken, ich habe mit den Puscheln rumgewedelt, dann haben Sie sich getäuscht. Was ich da alles erlebt habe, das sehen Sie morgen um 19:45 Uhr beim Sport auf FRN Television. Machen Sie sich einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.